Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück bei den Battle Brothers. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach den Overgrown Foundations, die irgendwo im Osten in einem Wald liegen sollten. Und ja, dementsprechend suchen wir einfach mal weiter. Kann ja eigentlich nur hier irgendwo sein. Ja, mal gucken, was wir dort finden. Höchstwahrscheinlich wird es wieder so ein Banditennest sein. Oder, naja. Oder wieder so eine Goblinhöhle oder eine Orkhöhle. Aber ich überlege langsam schon mal, ob wir nicht langsam damit anfangen sollten, unsere Truppe hier ganz gut auszurüsten und einfach mal irgendwie uns eine Impossible Mission hier nehmen, zum Beispiel diese Goblin City, damit wir die auch mal sehen. Und dann wäre es das erstmal fürs Battle Brothers gewesen, weil wir machen ja im Grunde immer nur dasselbe. Oh, eine Goblin Army. Puni, die nehmen wir uns mal vor. Skirmishers und Ambushers. Gut, dann sehen wir unsere Goblins jetzt auch mal so. Ist doch alles kein Problem. Okay, wir sind schon mal nicht in Schlachtformation. Das beunruhigt mich. Aber es sind halt nur 6 Gegner. Von daher passt es soweit. Geh mal ein bisschen weiter in die Mitte. Die Bogenschützen sollten, beziehungsweise die Fernkämpfer sollten nicht so weit außen stehen. Kriege ich dich da hoch? Ja, da brauchst du 5 Bewegungspunkte auf. Ne, da kannst du immerhin einmal schießen, das passt schon so. Ach ja, ich hätte mal wieder warten sollen, bis unsere Leute regeneriert sind. Aber okay, das bekommen wir hin. Dir geht's gesundheitlich auch nicht besonders gut. So, da kommen sie. Da kommt der erste, ist ein Bogenschütze. Kannst du den von hier aus angreifen? Ja, du kannst. Wow, der hält ja mal gar nichts aus. Ich habe immer gehört, die sind irgendwie OP. Höchstwahrscheinlich bezieht es sich auf, wie soll ich sagen, auf den normalen Spielmodus. Beziehungsweise, das war ja halt alles vor dem Balance-Patch. Na komm, beendet euren Zug. Wir werden nicht den ersten Schritt machen und hier irgendwie in eine Falle reinrennen. Das will ja keiner. Das braucht keiner. Sag bloß nicht, dass die irgendwo festhängen oder Angst vor uns haben. Ich wäre dazu geneigt, dass wir immer noch eine Runde abwarten. Wobei, ich bräuchte auch hinten noch einen Fernkämpfer. Vielleicht kommt ihr von allen Richtungen. Ah, da ist ja einer. Gut. Den kannst du nicht treffen. Das ist außerhalb deiner Reichweite. Genau. Dachte ich mir. Außerhalb deiner Reichweite ist der 100-mal auch. Genau, da sind sogar noch Bäume dazwischen. Also brauche ich gar nicht weiter gucken. Wobei, die haben ja schon alle ihren Zug gemacht. Bis auf den da. Okay, der macht einen Speerwall und einen Schildwall. Nee, die warten wirklich auf uns. Könnte wirklich ein Problem darstellen. Aber gut, eine Runde möchte ich noch warten. Für alle Fälle. Oh, da ist ja einer. Hallo. Naja gut, du stehst da halbwegs sicher vorerst. Der ist außerhalb deiner Reichweite. Finde ich nicht gut. Immer noch außer Reichweite. Gut, du müsstest lediglich 2 Felder näher ran.
muss jetzt dahin, wo dieser Kollege hier steht. Oder reicht das so auch? Nein, reicht so nicht. Okay, du verziehst dich dort erstmal. Naja, vielleicht müssen wir den Boy hier wirklich herausfordern. Nee, der überspringt seinen Zug ebenfalls. Na gut, wir haben halt keine andere Wahl, ne? Du gehst an einen Bogenschützen bitte nicht zu nah dran, weil dir fehlt sein Hitpoints. Dir eigentlich auch. Gut, konzentrieren wir uns erstmal auf den hier. Oh, da sind sogar zwei. Okay. Das sind ja ganz schön schlaue Viecher. Ich frage mich, ob ich ihn von hier aus angreifen kann. Höchstwahrscheinlich nicht. Okay, danach hast du keine Bewegungspunkte mehr. Ja, der ist immer noch ein bisschen zu weit weg für dich. Wie wir da vorhin einen Rumuschen gesehen haben, würde ich mal sagen, stellen wir unsere Bogenschützen ein bisschen besser auf. Für alle Fälle. Ich möchte aber noch nicht in deine Kontrollzone rein. Genau, weil der macht ja wieder einen Speerball. Moment, das ist ein Bogenschütze, der ist tödlich für dich. Okay, der trifft zum Glück nicht. Der auch nicht, okay. Frag mich, ob du den von hier aus hauen kannst. Nein. Okay, das war daneben geschossen. Aber okay, gut. Mal hier hin. Wird halt ein Bogenschützenduell. Der hat ja immer noch seinen Speerwall an. Oder? Naja, bin ich mir eigentlich gar nicht mehr so sicher, aber du wartest hier definitiv. Gegen die ganzen Fernkämpfer hast du ja keine Chance. Ja genau, der hat seinen Speerwall an. Gut. Lass einfach mal deinen Hundi raus. Das sucht sich schon seine Ziele selbst. Nichts. Kann ich riskieren, da nochmal näher ranzugehen? Okay, jetzt haben wir den zumindest im Nahkampf drin.
Okay, der wechselt seine Position komplett. Au! Das war gemein. Dem komme ich hier nicht wirklich hinterher. Ist ja auch ein Schwachsinn, mit der Hellebarde da hinterher zu rennen. Ach, gucken wir mal, wer da kommt. Naja, ein schlechter Schuss, aber okay. %24. Probier's. %5 nur. Ich dachte, du bist wahrscheinlich mein eigenes Hundi. Nicht einmal. Okay. Du wartest mir bitte noch ab. Du kannst da hinten eigentlich auch abwarten, solange wir nicht wissen, ob da irgendwas ist. Okay, das hat ihm wehgetan. Finde ich gut. Den kriegen wir schon platt. Nur ist sein Schildwall jetzt ein bisschen nervig. Oh, der ist ja ganz schön flink unterwegs. Oh, come on. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Und da sind sie. Okay. Hm. Mein Armbrustschütze wird hier eventuell Probleme bekommen. Wart mal bitte kurz. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, die sind da oben. Also geht doch wieder zurück. Dasselbe gilt auch für dich. Zwei Pfeile mit 6%. Wieso habe ich so eine schlechte Trefferchance auf den? Ja, du wirst wahrscheinlich haben, die ausweichen irgendwas, was über 500 oder so. Distanz 2. Okay, ich habe den Hintern getroffen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Solange hier keiner trifft, wird es auch nichts. Versuchen wir, den Ball in die Flanke zu fallen. Okay, erledigt. Gut. Oh, der wirft mit irgendetwas. Ja, zum Glück hält er nicht richtig viel aus. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Gut, soll ich den hier herausfordern? Oder den hier? Ich komme zu keinem hin. Das ist gerade das Traurige. Wart bitte mal. Kannst du den jetzt mal treffen oder 15%? Nein. Nicht auf die Distanz. Okay, das sind schon mal zwei weniger. Du kommst da auch nicht hin. Mach ein Schildwall und gut ist. Okay, den haben wir jetzt erstmal gehauen. Das freut ihn bestimmt. Und der entkommt uns auch nicht mehr. Gut.
So, die zwei dürften erledigt sein. Wie wir mit dem hier fertig werden, ist die andere Frage. Oh, der hat ein vergiftetes Messer oder sowas. Zumindest hat er sich so angehört. Du bist angeschlagen. Du wartest einfach. Ach, da ist er hin. Okay. Good to know. Wechsel mir mal wieder auf die Armbrust. Nein, so wird das nichts. Und so wird das auch nichts. Okay. Nee, deine Hitpoints sehen nicht gut aus. Warte ab. Dasselbe gilt für dich. Na, endlich triffst du mal. Mir schon Sorgen gemacht. Okay, der versteckt sich da. Sehr schlecht für uns. Vielleicht können wir den hier erledigen. Das sieht eher relativ schlecht aus, würde ich behaupten. Genau, komm mal ein bisschen näher, damit wir dich besser anvisieren können. Ach wirklich, du bist noch ein Feld zu weit weg? Immer noch ein Feld zu weit weg. Geh mal hier rüber. Und schubst ihn mal. Naja, du verfehlst. Ist in Ordnung. Keine Sorge. Oh, die teilen gut aus. Eine größere Horde ist da wirklich ein Problem. Vor allem, weil die so klein sind, dass man die mit dem Bogen nicht trifft. Okay, da ist der Kopf erstmal ab. Gut, dann verwickeln wir den hier auch noch in den Nahkampf. Okay, deine Bewegungsreichweite ist soweit aufgebraucht. Deine auch, beziehungsweise deine Müdigkeit eben. Okay, hier ist es noch ein bisschen knapp geworden, aber wir konnten es regeln. Gut. Daneben. Die helle Bahre dafür fehlt auch. Du musst da nicht mehr hoch. Das verbraucht deine gesamten Angriffspunkte, also lass mal bleiben. Das führt zu nichts. Man kann nur vom Glück reden, dass Goblins keine gute Rüstung haben. Ja, geht doch. Ich dachte schon, wir treffen die gar nicht. Okay, wir haben ganze 3 Level-Ups. Der Loot. Interessante Waffen. Machen aber nicht so viel Damage. Ich hätte mir die Waffen ein bisschen stärker vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber sie sehen zumindest cool aus. Ist doch auch schon mal was wert. Wir nehmen da mal alles mit und suchen dann weiter. Aber ich würde sagen, wir machen noch unsere Level-Ups. Sortiert mir mal hier alles. Naja, ein paar Plätze haben wir noch frei im Inventar, von daher kein Problem.
Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen was von dem ganzen Zeug hier reparieren, damit wir es teuer verkaufen können. Gut, mein Freund, was brauchst du für einen Perk? Ein Exekutionär wäre vielleicht nicht verkehrt. Du bist ein Nahkämpfer. Schnelle Adaption. Genau, damit triffst du halt besser, wenn du einmal verfehlt hast. Schnelle Hände wären nicht verkehrt, weil dann kannst du schneller im Inventar deine Sekundärwaffe rausgraben. Und ja, dich haben wir schon befördert. Gut. Hitpoints sind mal wieder sehr wichtig. Bisschen Resolve. Nahkampfangriff. Gerne ein paar Hitpoints. Resolve. Und Nahkampfverteidigung. Kann man ja auch mal verbessern. Du verbesserst erstmal deinen Fernkampf. Definitiv dein Resolve. Und vielleicht noch ein paar Hitpoints, falls du in den Nahkampf verwickelt wirst, damit du nicht sofort beim ersten Schlag umgehauen wirst. So, die große Frage, wo genau im Osten befindet sich halt unser Fundstück? Irgendwo im Wald soll es sein. Aber ich würde sagen, meine Freunde, die Suche nach den Overground Foundations setzen wir dann in der nächsten Folge fort. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.